Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück in Neuss. Ich grüße euch. So, da kommt die erste Wagenladung an neuen Passagieren. Wird hier abgeladen und verteilt sich hier auf dem Bahnhof. Ich bin gespannt. Sollten jetzt aktuell recht wenige sein, ist aber okay. Ich glaube, das wird Neuss richtig zum Erfolg bringen. Ich glaube, dass diese Linien Neuss richtig hochbringen werden. Ich würde es mir für Neuss eigentlich auch wünschen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag die Stadt. Weiß nicht, kommt immer was Neuss? Ich mag Neuss. So, ist raus. Neuss Zentral 1. Und 2 auf Neuss Zentral 2. Gleich nochmal nachbefüllt. Wie schaut es jetzt hier aus? Hier wartet niemand gerade. Hier ist aber auch gerade ein Zug da. Und der hat nämlich ordentlich Passagiere dabei. Die alle aber jetzt hier weiterlaufen wollen. Gut, warten wir einfach mal. Hier kommen auch die ersten Busse an. Ja, jetzt geht da was. Jetzt geht da was, Freunde. Ich glaube, das wird schon. Hier kommt auch wieder einer. Heiß rein. Ah, viele wollen da nicht mit. Viele nutzen den Zwischenpunkt hier und würden ganz gerne hier direkt aufsteigen. Aber es macht nichts. Ich glaube, die Linien müssen sich auch noch ein bisschen dran gewöhnen an das alles. Hier kommt nochmal ein großer Zug rein. Ja, die laufen alle dran vorbei. Ist natürlich jetzt weniger cool, dass die das so nutzen. Weil da gehen uns nämlich zu viele Leute verloren dabei. Weil wenn das noch mehr werden, haben wir ein Problem. Es wäre ganz gut, wenn die hier auf den Bahnhof gehen würden. Wir probieren das mal. Warte mal, wir müssen das ändern. Tramgleise in Auto. Oder auf Nein meinetwegen auch. So, machen wir das mal so. Damit sollte das besser aussehen. Hier kommt einer von oben runtergefallen. Hier ist zwar nicht so viel los, aber ich möchte das trotzdem so ein bisschen geordnet hier haben. Dass wenn hier mal sich ein Stau etabliert oder sowas, dass da gar nicht groß Ärger aufkommt. Irgendwas stimmt mit den Linien nicht. Die drehen hier durch. Und 13. Ah, okay, da ist der Fehler. Da ist er auch. Okay. So, jetzt schauen die Linien gleich viel hübscher aus. Und jetzt funktioniert es auch. Jetzt laufen sie auch endlich so, wie sie sollen. Denen hat das ewige Gedreh nicht getaugt. Und jetzt kommen da auch endlich mal Leute angewackelt. Okay, super geil. So, passt mir perfekt. 113 aktuell da. Super. Jetzt schauen wir mal kurz wieder hier runter und gucken uns die Sache mal hier an.
bin gespannt. Was sagt die Hauptlinie hier? Ah, ist okay. Auch wenn die Linie echt mega im Minus ist. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Für mich wichtig, dass hier ein bisschen der Druck von den Straßen wegkommt. Und hier fahren jetzt schon 60 Leute mit. Mal gucken. Kann er nicht ganz halten. 51. Aber okay. Aber okay. Da geht noch was. Da geht noch deutlich was. Ich glaube, das muss jetzt auch erstmal sich hier einpendeln. Mit den ganzen Linien hier um Neuss herum. Okay, jetzt können wir natürlich Folgendes uns überlegen. Ob wir nochmal probieren, diese Linien durch mehr Fahrzeuge zu verbessern oder durch weniger abzuschwächen. Weniger funktioniert nur sehr selten, sage ich gleich. Hat bei mir eigentlich noch bisher nie wirklich funktioniert. Ich möchte es aber mal testen. Also Neuss Süd probiere ich jetzt mal ein bisschen aufzustärken. Hat jetzt einen schicken Takt. Zwei noch auf Neuss Mitte. Passt auch. Und zwei neue Fahrzeuge kommen jetzt auf die Neuss Linie 3 drauf. So. Schaut auch gleich viel hübscher aus. So, hier schaut es auch viel hübscher aus. Das ist auch in Ordnung. Okay. 100 Leute kommen. Jetzt bin ich gespannt. 32 fahren nur weiter. Boah. Das ist eine harte Nummer. Das ist eine echt harte Nummer. Das ist ein bisschen arg viel Verlust auf dem Weg. Hier ist auch wahnsinnig viel Verkehr, aber der trifft hauptsächlich nicht die nächste Stadt. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir hier das doch nochmal konsequenter lösen. Finde ich auch eine sehr schöne Idee. Das konsequent zu lösen, mag ich ganz gerne von der Idee her. Ich höre die Schreie schon. Zwerg, wieso nur? Lass doch alles am Leben. Ja, nee. Ist ja wohl eh klar, oder? Was denkt ihr denn? So, weg damit. Plunder. Schauen wir mal, ob wir das so machen können. Ja, super. Haben wir jetzt nämlich einen schönen Bereich hier auch geschaffen. Das können wir immer noch nicht ausbauen, leider. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich befürchte es fast. Fahrzeug im Weg. Ja, der hinten, okay. So. Der hat hier die 9 gehabt. Der hat hier die 1 gehabt. Die Südindustrie hat eigentlich hier die 11 gehabt. Der kommt aber hier eigentlich nur durchgedüst. Hat leider auch keine wirklichen Fahrzeuge hier mehr. So, dann haben wir die Krefeld West hier hinten noch gehabt. Die hat hier wieder so ein Mischmaschteil. Das ist die 6 hier hinten. Dann fährt die hier einfach drauf. Und fährt dann wieder... Dann hat die nämlich auch einen direkten Anschluss wieder. Die Krefeld Mitte macht hier nach der 2. Kommt die auch hier unten vorbei und fährt dann wieder weiter. Das ist ein bisschen komplizierter jetzt hier. Jetzt warte ich mal auf die eine Sekunde, wo mal gar kein Fahrzeug auf der Brücke ist.
Kann ein bisschen dauern. So. Gebäude müssen zuerst entfernt werden. Na also. Problem gelöst. Zack, boom, bang. So. Dann schauen wir uns die Sache jetzt mal an. Krefeld Industrie. Mache ich jetzt, da probiere ich das jetzt mal mit den wenigen Takten. Da haben wir die Gelenkbusse drauf. Zwei auf die Krefeld-Mitte. Nochmal zwei. So, passt. Zwei neue auf die Krefeld-West. Zentral passt. Zentral 2 kann nochmal dringend eigentlich einen vertragen. Und hier hinten, da haben wir wieder so einen Problemfall. Da kommt jetzt wieder mal so ein... Boah, da könnte man eigentlich mal sowas hinbauen. Das fände ich eigentlich ganz schick. Aber jetzt mal ganz, ganz langsam mit den wilden Pferden. So, pass auf. Jetzt gucken wir uns das mal an. Hier kommt die die Mitte vorbei. Die hat hier die 6... Dann kommt die hier bei der 7 und dann geht die wieder zur... So, passt. Dann haben wir hier die Westlinie, die hat hier die 17. Und dann passt es auch wieder. Dann treffen die sich nämlich hier hinten schön auf dem Käffchen, die Jungs. So. Und die Westlinie kommt hier nämlich auch nochmal vorbei, nach der 2... Fährt die nämlich auf den Weg auch nochmal drauf. Ah, die kommt, warte mal, nee, Quatsch, die kommt von oben. Nach der 1 kommt die hier rauf und fährt wieder zurück. Genau, da hat die nämlich den Anschluss auch nochmal mitgenommen. So, was macht die hier? Die kommt hier rein, das ist die 5. Kommt von der Lindenstraße, fährt aber an den Winkel. Hä? 7? Warte mal. 5? 6? Warum ist die 5 hier am Marktplatz? Das verstehe ich nicht. Ach, die hat mit Sicherheit genauso... Ja, warte. Sollte das Problem gleich lösen. Das ist nämlich auch ein Problem hier. 5, 8, ja, das passt schon. Das ist, die haben irgendwo einen Takttreffer und dann haut's die Linien durcheinander. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, was das denn... Die Fahrzeuge haben, glaube ich, einen entscheidenden Nachteil. Die haben nämlich, glaube ich, 5,5-fache Ladegeschwindigkeit gegenüber 3-fach. Das ist aber eigentlich viel besser. Aber hier geht es nämlich auch rund. Also die wollen schon mit, die Leute. Die haben da schon Bock drauf. Und was fahrt ihr hier zusammen?
Irgendwie haut das alles nicht so hin, habe ich so das Gefühl. Der fährt hier bei der 1 los. Kommt zu 2. Und warum fährt er dann bei der 17? Wo ist denn die 17 eigentlich? Die fährt hier oben 17? Wisst ihr was? Dann machen wir dasselbe, Prinzip nochmal. So. Der fährt nach der 17. Hier in die Haltestelle rein. Und geht dann wieder bei der 1 raus. Weil das funktioniert sonst nicht. 11, 12. Dann lassen wir den auch nochmal da reinfahren. Obwohl das... Nee, lass mal so. Der wechselt hier die Spur. Der macht hier den Ring raus. So. Okay, lassen wir es mal so laufen. Wir müssen bloß aufpassen. Genau hier. Genau, mit den ganzen Busspuren, die wir jetzt eingeführt haben, da kommen die manchmal ein bisschen durcheinander, die Kumpels. Da müssen die Jungs und Mädels sich auch erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt so ist. So. Okay. Schauen wir mal, ob es jetzt wieder eskaliert oder halt auch nicht. Das wäre mir persönlich ganz recht, wenn es nicht eskalieren würde. Schaut aber jetzt hier auch ganz gut aus eigentlich. Hier schaut es auch ganz gut aus. Und hier kommen auch massig Leute an. Gefällt mir, die Idee ist gut. Hier treffen sich halt jetzt auch wieder unbeschreiblich viele Linien am Bahnhof. 60 Leute aktuell hier. Wir sind gespannt. Mal gucken, was der nächste Zug bringt. Diese Linien funktionieren natürlich nur, wenn der Hauptzug, der kommt, auch entsprechend viele Leute mitbringt. 80 ist zu wenig. Da müssen mindestens 200 rausfallen. Und mit wie viel fährt er mit? 61 ist auch zu wenig. Der gegenkommende Zug kommt jetzt auch aktuell, das ist gut. Mit 73. Hier ist ein ständiger Strom an neuen Passagieren. Wir warten einfach mal. Ist nur eine Frage der Zeit. 40, 50, 70, 90, fast 100 fahren hier weiter. Das passt. Das heißt, hier die Linien, die futtern und futtern und futtern und kommen gar nicht mehr hinterher. In dem Fall seht ihr das an den Taktzeiten. Die müssen wir nochmal ein bisschen füllen. Auch hier die Zentraltram-Linien, die hier durchkommen. 1 und 2. Bernmobil haben wir hier einmal drauf. Wir müssen bloß hier aufpassen, sonst zerlegt uns das alles. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal laufen und gucken mal, wo. Nicht, dass wir Engstellen erreichen, aber mal einfach gucken. Wenn es funktioniert, warum ändern? Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen, hören und spüren uns doch bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, wenn ihr Bock habt. Ansonsten sehen wir uns einfach bei einem anderen Projekt, wenn ihr darauf Lust habt. Ich freue mich drauf, euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss!